Tag, liebe Zuschauer. Heute möchte ich euch etwas über den Riesenschirmling erzählen und auch etwas über den Feldchampignon und werde euch mal ein paar Exemplare von diesen Pilzen zeigen. Begleitet mich doch einfach. Ja, hier können wir einen solchen schönen Riesenschirmling sehen. Die schön gemusterte Hutoberfläche, die so charakteristisch ist für diesen Pilz. Dieser hier ist halb offen. Der wird sich noch weiter ausweiten und dann noch richtig flach werden. Hier sehen wir den genatterten Stiel. Unten hat er Lamellen. Ja, der Riesenschirmling oder Riesenschirmpilz heißt auch Parasol. Er heißt auch Elfenstühlchen. Von seiner Größe her kann man gut daran glauben, dass ich da so eine kleine Elfe raufsetzen könnte. Und der Riesenschirmpilz ist ein guter Speisepilz. Besonders gut schmeckt er in Segmente geschnitten, der Hut, und dann paniert und in der Pfanne in Butter gebraten. Das ist dann wie ein Schnitzel. Wichtig ist, dass man ihn gut durchgart, denn im rohen Zustand ist der Parasol giftig. Hier neben ihm wächst noch ein ganz junger und der hat dann diese trommelschlägelartige Form. Der ist noch ganz klein. Ja, es gibt auch giftige Schirmpilze und zwar unter den kleinen gibt es sehr giftige. Es gibt aber auch einen giftigen Riesenschirmling. Der riecht allerdings sehr unangenehm nach Kompost und der gute, essbare Riesenschirmling, der riecht immer schön nussig. Und was auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, dass der giftige Riesenschirmpilz rötlich anläuft beim Anschneiden, das macht der echte Riesenschirmling nicht. Der läuft nicht so rötlich an. Es gibt noch einen anderen essbaren Schirmling, das ist der Safranschirmling, der auch etwas rot anläuft. Aber dieser soll nicht so gut schmecken wie der Riesenschirmling. Der Riesenschirmling ist der beste. Ja, hier ist ein wunderschöner Pilz. Gucken wir erstmal den Hut an. Ja, seht ihr diese schöne gemusterte Form? Dieses Muster, dieses schuppige. Cremeweiße Huthaut mit diesen braunen Schuppen. Und dann sieht man auch, dass er da einen kleinen Buckel hat, diesen braunen Buckel. Dann hat er auch wieder diesen typischen genatterten Stiel und den Ring. Ist der beweglich? Ja, er ist beweglich, er ist nicht fest angewachsen und kann ihn verschieben. Ja. Das ist ein sehr schöner, großer Riesenschirmling. Kann man mal mit meiner Hand vergleichen. Es gibt aber noch größere Exemplare, aber der ist auch schon schön groß. Ja, sehr hübsch. Da drüben sehe ich noch mehr. Hier wächst eine ganze Reihe an Riesenschirmlingen. Wenn sie schon alt sind und schon sehr weit aufgegangen, sollte man sie besser nicht mehr essen. Dann sind sie nämlich schon zu alt und nicht mehr genießbar. Wichtig ist, dass sie noch diesen angenehmen, nussigen Geruch haben. Ja, das sind hier alles schöne Pilzschnitzel. Der hier ist auch noch in einem sehr guten Zustand. Also den könnte man auch sehr gut in Segmente schneiden und als Schnitzel in der Pfanne braten, schön paniert. Hier der Stiel wächst, der weist auch wieder dieses genatterte Muster auf. Wo ist der Ring? Ah, hier. Ja, hier sieht man den Ring. Der ist auch beweglich, hin und her schiebbar. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal.
Ja, alles junge, frische Exemplare, die man gut verwenden kann. Hier haben wir wieder ein Exemplar von einem Riesenschirmling. Da ist der Hut etwas dunkler. Die fallen manchmal etwas unterschiedlich in ihrer Färbung aus. Aber auch wieder diese braunen Schuppen, der kleine braune Buckel, der genatterte Stiel und der weiße verschiebbare Ring. Ja. Ja, man kann ihn hin und her schieben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn er angewachsen ist und sich nicht verschieben lässt, dann ist es kein Riesenschirmling. Dann sollte man besser die Finger von dem Pilz lassen. Hier ist wieder ein ganz junges Exemplar von einem Riesenschirmling zu sehen. Das ist noch so kugelförmig. Der Hut ist noch geschlossen. Der geht erst später auf, wenn er größer wird. Ja, hier ist wieder ein sehr großes und sehr hübsch gemustertes Exemplar von einem Riesenschirmpilz. Der ganz charakteristisch diese Oberfläche des Pilzes. Ich sehe auch den genatterten Stiel wieder, dieser ganz schlank ist. Den Stiel isst man übrigens nicht, man isst nur den Hut. Und auch wieder der bewegliche Ring. Der wächst hier auch wieder an einem Feldwege. Sehr, sehr hübsche Pilz, wie ich finde. Die haben diese wunderschöne Struktur auf ihrem Hut, dieses schuppige, diese angenehme Farbgebung, diese schöne wollweiße Grund mit diesem warmen braunen Muster. Die gefallen mir sehr gut. Sie sind gute Speisepilze, aber auch gleichzeitig sehr schöne Pilze. Und sie sind durch ihre Größe auch immer sehr beeindruckend. Hier haben wir ein hübsches Dreiergrüppchen von Riesenschirmlingen. Da hinten ist noch ein brauner, aber der ist schon hinüber. Die hier sind nicht ganz so groß geworden, wie es normalerweise der Fall ist. Aber es sind zweifelsohne Riesenschirmlinge. Es kommt ja auch auf die Bodenverhältnisse an. Sie haben diese weiße Hutfläche mit den Schüppchen und dem braunen Buckel. Wenn der Buckel übrigens sehr spitz zuläuft, ist es der spitzbucklige Riesenschirmling. Der ist etwas anders. Ja, hier kann man auch den Ring sehen bei dem einen. Hier auch. Eine hübsche kleine Schirmlingsgesellschaft. Der hier ist schon wieder etwas größer. Da ist der Ring. Und da ist der Hut. Der ist noch nicht ganz ausgebreitet. Er ist noch etwas nach unten gebogen. Der wird sich noch etwas mehr ausbreiten, aber man kann sehen, dass der noch in einem guten Zustand ist. Und dieser hier ist auf jeden Fall ein sehr schmackhaftes Exemplar. Er ist noch nicht zu alt. Erst wenn sie so ganz ausgebreitet sind, dann sollte man sie besser nicht mehr essen. Aber in diesem Zustand hier, leicht rund noch. Da sind sie sehr schmackhaft. Der hier ist schon ein bisschen weiter aufgegangen. Der hat sich schon ganz gut ausgebreitet, dieser Riesenschirmling. Aber auch wieder ein sehr schöner Pilz. Dem genatterten Stiel und dem verschiebbaren Ring und dem weißlichen Hut mit den braunen Schuppen und dem kleinen rundlichen Buckel in der Mitte. Unverkennbar.
Hier können wir einen großen Feldchampignon sehen. Der Feldchampignon heißt auch Egerling. Es gibt jede Menge Arten von Champignons, auch braune Champignons, auch Waldchampignons. Aber das hier ist ein Feldchampignon. Man erkennt ihn ganz gut an seinen dunklen Lamellen. Manchmal werden ja von unerfahrenen Sammlern die Champignons mit Knollenblätterpilzen verwechselt, was dann leider oft tödlich endet, da der Knollenblätterpilz ein tödlich giftiger Pilz ist, der die Leber stark schädigt. Aber der Knollenblätterpilz hat unten immer eine dicke Knolle und er hat weiße Lamellen, die sind niemals dunkel. Und beim Feldchampignon sind die Lamellen am Anfang so ein bisschen rosig, gräulich, bräunlich, je nachdem, wenn er ganz jung ist, und werden dann immer dunkler und nehmen dann so eine schwarzbraune Färbung an, wie bei dem hier. Hier könnt ihr auch den hellen Stiel sehen. Jetzt gehe ich mal hoch und hier den cremeweißen Hut. Dieser Champignon ist schon ein etwas älteres Exemplar. Er wächst hier an einem Feldwege. Hier auf der anderen Seite ist das Feld zu sehen. Und hier auf der anderen Seite von diesem Champignon stehen verschiedene Kräuter, Schafgarbe. Da geht es wieder raus aufs Feld. Hier stehen ein paar Kiefern. Ja, das ist so der klassische Feldchampignon. Der ist ein sehr guter Speisepilz. Und Leute mit einem empfindlichen Magen sollten ihn nicht roh essen, aber in der Regel wird er von vielen Leuten auch roh vertragen. Aber wenn man eine empfindliche Verdauung hat, dann sollte man ihn besser erhitzt verzehren. Aber das muss man schauen. Ich habe auch in meiner Jugend schon rohe Champignons im Salat gegessen und sie sind mir gut bekommen. Ja, der Champignon ist ja jedem bekannt und man freut sich natürlich immer, wenn man welche sieht. Champignon ist ja auch das französische Wort allgemein für Pilz. Deswegen der deutsche Ausdruck wäre Egerling oder auch Feldegerling. So, ich schaue mal daneben, denn wie ich sehe, ist da noch ein jüngerer Champignon. Ja, der ist noch etwas kleiner. Und er hat auch diese schwarzen Lamellen. Diese dunklen Lamellen, die ihn als Champignon erkennbar machen. Aber da sind schon einige Fraßspuren auf dem Hut. Ich kann mal meine Hand daneben halten. Da könnt ihr mal die Größe gut vergleichen. Das ist also das kleinere Exemplar. Und jetzt hier, das ist das größere. Da halte ich auch meine Hand hin. Wie ihr seht, der ist recht groß. Das ist ein schönes, großes Exemplar. An den Rändern wird er schon etwas dunkel, also er ist schon etwas älter. Ja, Champignons sind eine gute Beilage zu verschiedenen Gerichten. Sie sind sehr schmackhaft und in der Regel auch gut bekömmlich. Ich esse Pilze ja am liebsten in Butter gebraten, zusammen mit einer Zwiebel gedünstet und dann zusammen mit einer weißen Rahmesoße. So finde ich besonders Champignons sehr köstlich, aber man kann sie auch zu Hühnerfrikassee gut essen. Oder für die Leute, die Fleisch gerne essen, als Beilage. Oder zu einem Omelette tun. Omelette mit Champignon ist auch sehr lecker. Ja, das sind schöne Pilze, die sehr vielseitig verwendbar sind. Es gibt übrigens auch giftige Champignonarten, wie zum Beispiel den giftigen Carbol-Egerling. Aber sobald man diesen zubereitet, dann wird man feststellen, dass er sehr stark und unangenehm nach Carbol riecht. Da kann man ihn ganz gut unterscheiden. Ja, das hier ist ein sehr breiter Hut mit schönen dunklen Lamellen und diese cremefarbene Hutoberfläche. Schönes großes Exemplar von einem Feldchampignon.
Ja, das wäre es auch schon zu den Riesenschirmlingen und zu den Feldegerlingen, auch bekannt als Feldchampignons. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen.